Also wir wollen ja keinen Druck auf die Wirbelsäule. Und es ist einfach von perfekter Qualität. Ich muss kurz unterbrechen. Du schneidest ja da zusammen. Ja, ich schneide das nachher zusammen. Was kein Halsband bietet. Das ist wahr. Okay, Nacken hoch. Bist du bereit? Mhm. Hallo Hoherwart-Freunde. Wir sind in die Schweiz gefahren, um euch zu erklären, wie ihr an das perfekt passende Geschirr kommt, wie das Geschirr eingestellt wird und wer kann uns das besser erklären als Beat Grossenbacher höchstpersönlich, natürlich mit der Checkerin zusammen. Stehen. Wichtig ist immer, wenn man abcheckt, ob ein Geschirr passt. Ich muss kurz unterbrechen, so sieht man es genau nicht. Ich bitte was? Unsere Geschirre sind absichtlich so geschnitten, dass sie nach oben gehen. Das heißt, die Wirbelsäule vom Hund geht in der Regel nach oben. Location gewechselt. Also wir wollen ja keinen Druck auf die Wirbelsäule. Das ist eigentlich das Wichtigste. Dass ich immer den hinteren Ding brauche. So geht dann der Zug auch optimal aufs Brustbein. Habe ich eigentlich wie ein Joystick. Das heißt, wenn ich mich abdrehe, macht die Hand die Bewegung. Und da kann ich den Hund links steuern, rechts steuern. Ein wichtiger Tipp ist noch beim Ausziehen vom Geschirr. Nie das Geschirr nehmen, so über die Ohren reißen. Dann verdrehe ich das Geschirr. Aber dieses Spielzeug antwortet nicht. Und wir haben jetzt mein absolutes Lieblingsgeschirr, und zwar das Support-Geschirr. Also wir wollen ja keinen Druck auf die Wirbelsäule. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ist auch ein Sicherheitsgeschirr. Ist das eigentlich ideal und brauchen nicht erstmal ein teures Trailgeschirr zu kaufen? Ne? Die Angst schwingt ja immer mit, dass der Hund sich verletzt und ich bin irgendwie noch 5 Kilometer vom Auto entfernt. Hochnehmen und kann auch so eine Leiter hochgehen. Ein Teil vom Zug habe ich hier, ein Teil vom Zug hier. Nacken hoch. Okay, ein Jahr. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ein Jahr Wari, weil es ist ein Alltagsgegenstand und es ist einfach von perfekter Qualität, der auch wirklich auch schon mal gerne an der Leine zieht, was ich gehört habe. Ne? Der Schließer hat 130 Kilo Reißkraft. Was kein Halsband bietet. Das ist wahr. Okay,